meine letzte Tasse, Freunde. Es ist seine letzte Berlinale. Nach 18 Jahren als Festivaldirektor räumt Dieter Koslig seinen Posten. Noch einmal präsentiert er gut gelaunt und routiniert das Programm der Berliner Filmfestspiele, bevor im nächsten Jahr der Italiener Carlo Chatrian und die Niederländerin Mariette Rissenbeek die Leitung übernehmen. Die kriegen das ja schon seit längerer Zeit mit und die Berlinale findet ja in einem Jahr statt. Also ich glaube, das wird alles gut gehen mit uns und wir werden auch auf dem roten Teppich einmal sein und wir werden die Übergabe auch so machen, dass jeder sieht, dass wir Freunde sind. And all this is running very smoothly und sehr, sehr kollegial und zielorientiert. Auch in diesem Jahr holt Koslig prominente Gäste auf den roten Teppich. Erwartet werden Hollywood-Größen wie Tilda Swinton oder Christian Bale. Dass die Berlinale unter ihm so groß geworden ist, dürfte Dieter Koslig den Abschied etwas versüßen.